Tote und Verletzte in Konzerthalle nahe Moskau. Mehrere mit Maschinengewehren bewaffnete Personen eröffneten kurz vor Beginn eines Konzerts das Feuer auf Besucher. Auch von Explosionen wurde berichtet. Dabei wurden nach Angaben des russischen Geheimdienstes FSB mindestens 40 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Russische Behörden haben Terrorermittlungen aufgenommen. Energieanlagen in der Ukraine durch russische Luftangriffe beschädigt. Es gab mindestens 5 Tote, Hunderttausende waren zeitweise ohne Strom. Präsident Selenskyj sprach von 90 Raketen und 60 Kampfdrohnen. Nahe Saporischschja wurde ein Wasserkraftwerk am Fluss Dnipro beschädigt. US-Außenminister Blinken in Israel. Im Rahmen seiner Nahostreise traf er sich mit Premierminister Netanyahu. Blinken warnte in Tel Aviv erneut vor einer israelischen Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. An dieser will Netanyahu aber weiterhin festhalten, notfalls auch ohne Unterstützung der USA. Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland beschlossen. Der Bundesrat ließ das vom Bundestag bereits verabschiedete Gesetz passieren, trotz scharfer Kritik einiger Länder. Mit der Neuregelung wird der Besitz und Anbau der Droge zum 1. April für Volljährige mit Vorgaben erlaubt. Gesundheitsminister Lauterbach sprach von einer richtungsweisenden Entscheidung. Prinzessin Kate hat Krebs. Das teilte die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William in einer Videobotschaft mit. Die Diagnose sei ein Schock für sie, sagte die 42-Jährige. Sie bekomme jetzt Chemotherapie. Nach einer Bauchoperation hatte es wochenlang Spekulationen um den Gesundheitszustand von Kate gegeben. Das Wetter. Morgen im Osten und Südosten Regen, sonst bei wechselnder Bewölkung verbreitet Schauer. Im Bergland auch Schneeschauer. Örtlich Gewitter. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.